Jo, Taro Leute und willkommen zum Megalomania. Ich bin jetzt alleine mit dem Gelben, ich weiß gar nicht mehr wie der heißt, auf der Insel Xtra, würde ich mal sagen. Und versuch, ja, irgendwie, oh, hier sieht's doch gut aus, hier kann ich eine Menge abbauen. Dieses Kälteschlafstadium zu erreichen, wo ich selber noch nicht so genau weiß, wie es funktioniert. Und habe mir jetzt eine zweite Base geholt, weil ich in dieser hier nichts mehr bauen kann, habt ihr ja gesehen. Und ja, da ist doch nur noch einer jetzt da. Und ich versuche jetzt hier oben mein Glück. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, viel zu viel gefördert. Erfindung. Das sieht doch gut aus. Aber keine UFOs. Ich nehme an, ohne UFOs kann ich die letzte Tech-Stufe nicht erreichen. Ich versuch's einfach mal. Oh, jetzt hat er eine zweite Base gebaut. Das wollte ich eigentlich nicht. Weil er hier oben vielleicht doch Nukes bauen kann. Schnell hier nach. Wir lösen das Problem mal sehr demokratisch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Komm, eine. Oh, nicht drei. Obwohl, da kommt drei. So. Bevor du hier oben irgendwelche bösen Waffen baust, müssen wir dich leider weghauen. Und ich würde mal sagen, wir nehmen wieder 90 Leute mit und versuchen unser Glück beim nächsten Minibase hier. Ich sollte auf jeden Fall... Habe ich hier noch einen Nuke noch da? Nee, habe ich nicht. Okay, das ist ein Fehler. Wenn wir jetzt gerade mal ein paar Leute mitnehmen. So, hier die Leute... Ach, da rein. Und ihr baut jetzt nochmal hier ein bisschen was ab. So. Dass im Notfall, dass ich im Notfall einfach ihn auch wegschießen kann. Weil er hat jetzt ja auch das Tech-Level bekommen. Ach, es ist gerade anstrengend hier. Aber ja, ich bin doch auch ziemlich... wie soll ich sagen... Ja, nicht aufgeregt, also das kann man jetzt nicht wirklich sagen, aber gespannt, wie das ablaufen wird, mit einem Kälteschlaf und dem ganzen Zeug. Es muss ja irgendwie gehen. Ich hab, oh. Also er hat definitiv Atomschläge. Das, was ich jetzt mache, ist wieder äußerst riskant. Aber ihr wisst ja, dass ich, was das angeht, immer ein bisschen... So. Ich gebe ihm nämlich noch ein klein bisschen Zeit. Ich will erstmal gucken, was ich hier erfinden kann. Hier kann ich auch nichts erfinden. Nee. Also gut, diese Insel taugt nicht wirklich, glaube ich, um meine Leute für die letzte Insel vorzubereiten. Deswegen machen wir jetzt einfach Schluss. Bumm. Und weg und gewonnen. Endlich mal wieder gewonnen. Nach so vielen Niederlagen. Yeah. Weiß gar nicht, ob das so ist wie bei Civilization, dass ich am Ende vielleicht Strafpunkte bekomme für die ganzen verseuchten Felder. Ich hoffe nicht. Was haben wir jetzt hier? Wonka? Ich versuch's mal auf Wonka. Und nehme... Wenn ich 60 mitnehme? 60... Ah, ich versuch's mal mit 58 und setze mich... hier mitten rein. Und ja, ich mache mal gleich wieder eine Notiz, dass ich mich praktisch da reingesetzt habe. Und, ah! Verklickt. So, Mine. Laboratorium. Und die Werkstatt. Na, wie gesagt, Werkstatt könnte man eigentlich auch ein bisschen später bauen. Okay, ich habe volles Programm hier. 4 Erze. Ich mal sagen, gehen wir mal alles durch. Die
sehen auch schon ganz gut aus hier. Okay. Bisschen runter. Alles wegfahren. Erfindung, was können wir bauen? Wir können... Oh je. Nicht viel. Nur wieder Nukes. Huch, was denn jetzt? Kleiner Leck. So. Ist aber wieder weg, Gott sei Dank. Ja, wir können wieder mal Nukes bauen. Meine Lieblingswaffen. Aber ich möchte doch langsam meine Leute einschlafen lassen. So, auf jeden Fall schon mal kurz aufschreiben. Moment, kleine Notiz machen. Also ein halb von dem. Hut 2 und Schlaf 3. Jetzt bleibt die Frage, ob wenn ich was anderes... Ich hol mir nochmal mehr Erz. Ich würde nämlich echt gern diesen Star Wars Laser bauen. Und mich einfach gegen die feindlichen Nukes... Also ich möchte mich dagegen verteidigen. Erfindung. Ich kann nur Jets bauen. Das darf doch nicht wahr sein. Nur Jets. Ah, müssen wir noch weitergehen. Ja, also. Nö. Geht nichts anderes. Ist mir jetzt auch egal. Dann hier alles weg. Hatte ich gesagt, hiervon brauche ich viel und hiervon brauche ich viel. Ja, dann machen wir kurz einen Prozess, würde ich sagen. Hätte ich auch weniger Leute mitnehmen können. Guck mal, wie lange das dauert. Hier ist noch keine einzige Nuke geflogen. Vielleicht sollte ich das machen. Nochmal neu starten und weniger Leute. Ah, wobei, nee, komm. Ist egal. So, und ich wette, jetzt bin ich gleich tot. Nee, will ich nicht. Bist du mich jetzt weggenukt? So, 3 Stück habe ich. 1, 2 und 3. Was? Wieso? Oh, der hat den SDI-Laser. Das darf doch nicht wahr sein. Das Problem hatte ich ja schon mal. Was habe ich denn dagegen gemacht? Einfach noch mehr drauf geschossen. Habe ich eigentlich keine Lust. Aber der setzt doch immer mehr hin. Ja, ich baue jetzt lieber Jets. Was brauche ich für Jets? Jets brauche ich 5 mal das da. Förderung. Ich würde sagen, 5 mal hier. Und seht mal, er ist 2001 AD. Also er hat es geschafft mit dem Feld da hinten. Bitter. Will ich auch schaffen. Ich will nochmal neu. Wie geht das nochmal neu hier? Oh, ups, das war falsch. Wie kann ich denn aufgeben? Kapitulieren, geht das? Nee, scheint nicht zu gehen. Da werde ich einfach mal ein bisschen das Ganze laufen lassen. Ich werde hier an der Stelle ausnahmsweise mal einen kleinen Cut machen, weil ich einfach jetzt meine Leute sich verdreifachen lassen möchte. Und wenn das klappt und ich nicht weggenukt werde, sehen wir uns gleich wieder. Ja, und da sind wir wieder. Und es hat wirklich geklappt, wie ihr seht. Ich habe mich hier eingebunkert mit meinen Jets. Und ihr seht, ich habe 110 Stück. Mit denen werde ich gleich auch angreifen. Und hoffen, dass ich die hier losbekomme. Diese SDI-Laser. Ich habe noch ein paar Atomraketen als Backup gebaut. Und das Wichtigste, ich habe 3 Basen, die das Tech-Level 2001 AD erreicht haben. Und habe jetzt hier auch diesen neuen Knopf. Nein, hier ist er nicht. Hier bei... Nee. Hä? Reparatur. Dieses Teil hier zum Einfrieren. Ich drücke da jetzt einfach mal drauf. Zack. Und damit ist das Ganze eingefroren. Das Gleiche mache ich jetzt hier.
Und ich habe natürlich extra... ne, hier geht's gar nicht. Hier geht's gar nicht. Verteidigung? Ne. Reparatur? Ne, hier geht's gar nicht mehr. Also ich konnte wohl nur eine Burg einfrieren. Das habe ich jetzt mit der hier oben gemacht. 500 Leute eingefroren. Blöd, weil hätte ich das, glaube ich, hier gemacht, hätte ich 658 eingefroren. Na, okay. Und jetzt werde ich einfach mit den Jets angreifen. Und mal schauen, was da passiert. Ja, ich habe also, wenn ich den Fight nicht gewinne, ist echt schlecht. Ich habe alles rein investiert. Und jetzt können wir ja mal gerade ausprobieren. Ich hatte als Kommentar bekommen, dass ich mehrere Nukes anwählen soll. Das geht aber nicht. Seht ihr hier? Ich klicke drauf und ich kann immer maximal nur eine nehmen. Aber, die hat gerade nicht gereicht. Ich werde einfach jetzt immer noch... Ja, ich glaube, die reicht. Die reicht. Gewonnen. Er hatte keine Leute irgendwie in Stase versetzt. Hat er Pech gehabt. Ich habe 500 Leute auf der Habenseite und freue mich darüber. Ich versuche das auch noch ein, zweimal jetzt in den weiteren Missionen noch zu machen. Nur, entschuldigt den Cut, ich musste wirklich knapp 25 Minuten spielen, um dann so weit zu kommen. Und das möchte ich euch eigentlich nicht antun. Deswegen hier ausnahmsweise mal ein Cut in meinen Videos. Und ja, so geht's ja auch. Und ihr konnt ja ungefähr nachvollziehen, was ich gemacht habe. Ich habe Jets gebaut, bin mit den Jets zu den anderen Inseln geflogen, habe neue Kolonien gebaut und dann, ja, lange, lange einfach weiterlaufen lassen, damit ich neue Leute bekomme. Und letztendlich hatte ich ja dann hier auch gewonnen. Ja, jetzt bleibt noch die verhasste Insel Vespa. Wenn ich jetzt 60 Leute mitnehme, habe ich 80 pro auf der letzten Insel. Ich denke, das ist okay. Und ich glaube, hier werde ich auch nirgendwo Leute einfrieren können, weil es eigentlich gleich mit den Nukes wieder losgeht. Da kann ich eigentlich nichts machen. Außer ihn und ihn, glaube ich, wegnuken war es, ne? Die beiden waren, glaube ich, Atome. Ich habe mir das dummerweise wieder, doch wieder nicht aufgeschrieben. Ich versuch's einfach nochmal. Genau, von dieser Insel hatte ich keine Notizen vergessen aufzuschreiben. Ich weiß nur, dass er hier, glaube ich, hat die SDI-Laser, die er bauen kann. Na scheiße, ich weiß es wirklich nicht mehr. Oh Mann, schon wieder zu lange her. Ist jetzt fast eine Stunde her, weil wie gesagt, ich habe ja eine Menge gezockt und einen Cut dabei halt gemacht. Das Übliche wieder mal und... Ach Gott, so viel Zeug hier. Ich glaube, ich werde gleich wieder... Ich glaube, ich gehe gleich drauf. Ja, nur Schild. Oh, den Laser. Ich könnte ja mal den Laser erforschen. Schnell, 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 schnell. Förderung einstellen. Komm. Ich habe so ein Déjà-vu. Ich habe das schon mal versucht mit dem Laser. Es hat aber nicht geklappt. Aber ich versuche es noch einmal. Genau, es dauert nämlich relativ lange. Ob ich das schaffe, ob es wirklich klappt mit dem Laser, seht ihr beim nächsten Mal. Bis dann.